die gewohnt sind, mit diesen Dingen umzugehen. Also zum Beispiel hat mir eine befreundete Gastwirtin vor kurzem ein Fichtennadel-Sirup kredenzt. Und wir haben dann, ich habe dann natürlich sofort gefragt, wie sie es macht. Wie gesagt, sie hat kein Rezept, aber sie hat mir dann erzählt, wie man es einfach macht, und ich mache es jetzt nach. Das schmeckt so hervorragend, hat sehr schönes Aroma. Auch ohne Rezept. Auch, also ich kriege es hin, auch ohne Rezept. Ja, einfach Fichtennadeln, die grünen, ja, die Spitzen, pflücken, den Topf voll machen, Wasser drauf voll machen, kochen richtig, ein ganzes Stück einkochen, süßen, und die Sache ist erledigt. Ach, kein Alkohol? Nein, nein. Ohne Alkohol? Ohne Alkohol. Ist ja interessant. Ja, man gibt dann, also sie sagt Zucker, ich tue Honig rein. Ja, und noch besser. Ja. Noch natürlicher, ne? Ja, genau. Und man kann richtig Limonade draus machen, aha, wenn man es in Wasser gibt, dass man, oder in Sprudelwasser gibt. Oder ist es auch so, nur in kleinen Mengen, um den Geschmack vom Wasser aufzuwerten, wenn ich reines Quellwasser trinke. Hm, schön. Ja, das hat doch was mit Leben zu tun, oder? Ja. Ja, und es ist kostenfrei, weißt du? Ja gut, ich verbrauche etwas Energie zum Kochen, aber letztendlich schenkt die Natur uns alles, wenn wir uns dessen wieder besinnen. Das ist so ein bisschen die Erstbesiedlung, die Vogelbeere, weil die Vögel halt diese Reste ausscheiden und dann pflanzt sich das als erstes an, wo ja Platz wird, wo also Platz von Fichten frei wird. Und die verändert dann den Boden für die nachfolgenden Kulturen, ja. Schön. Und hast du eigentlich neue Erkenntnisse von Innererde, irgendwelche neuen Informationen? Ich habe vor längerer Zeit den Kontakt erstmal abgebrochen, weil ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten mehr besinnen wollte. Welchen Kontakt hast du abgebrochen? Also immer wieder dieses Fragen, weil es kam von vielen Seiten. Frag doch mal in der Erde danach oder danach. Habe ich auch anfangs gemacht, so für andere Leute auch gefragt. Und ich habe gedacht, damit macht man die Menschen auch faul, weil sie könnten es selber. Ja, also wir hatten ja alle mal die Fähigkeiten, sowas zu tun. Und letztendlich macht es, wenn ich alles geliefert bekomme, bequem. Und inzwischen weiß ich von ganz vielen, die inzwischen selber fragen und die Antworten kriegen. Ja. Ja, hier sind wir jetzt auf der ersten Anhöhe. Oh, und das ist ein Dorf, ja? Ja, das unten ist das nächste Dorf. Ja. Ja, schick. So, und wenn du magst, wagen wir uns hier 600 Meter hoch zu gucken. Ja. Es geht nachher sehr steil. Forellenhof gibt es bei euch auch. Mhm. Ja, der ist unten an dem Bach, wo wir sind, aber ein Stück weiter runter. Und er züchtet Forellen? Ja. Wir haben dort einen Teil ausgeteilt und dort bekommt man Forellen. Ja, ja, schön angelegt. Und deine Gemeinschaft, ist sie irgendwie, wie würdest du sagen, ist sie stark angewachsen oder konstant? Oder? Wie meinst du das mit Gemeinschaft?
Kontakte, die sich bei dir entwickeln. Werden das immer mehr oder? Das werden immer mehr, ja. Aha. Ja. Wir hatten hier, bevor der Gasthof meine Freundin zumachen musste, sogar einen monatlichen Stammtisch. Da kamen die Leute auch schon weiter her. Der wurde aber zu groß irgendwann. Dann ist es nicht mehr dasselbe. Aha. Und außerdem kommen da Leute rein, die nicht immer so stimmig auch da, die Gemeinschaft. Auch, aber nicht unbedingt, sondern aber die meisten Leute wollen dann immer nur was von Innererde hören. Und wir haben so viele Menschen unter uns, die auch viel beizutragen haben. Also du möchtest nicht immer im Mittelpunkt sein, ja, genau. Sondern das kommt dann zu kurz. Möchtest auch teilhaben an den anderen Geschichten, ne? Genau. Also die Frau des Hauses dort zum Beispiel, denen der Gasthof gehört, die hat wunderschöne Geschichten zu erzählen. Hier aus der Gegend, die hat sich sehr stark mit der Geschichte hier befasst. Aber die hat auch im Alltag immer wieder in ihrem Leben Zugänge zu irgendwelchen Wesenheiten gehabt und so weiter. Das finde ich persönlich unglaublich spannend. Ja. Und wir haben einige andere, die ähnlich oder andere wieder andere Fähigkeiten haben. Und ich möchte gerne, dass wir diese Fähigkeiten auch erkennen und zusammenlegen. Ja. Und nicht vielleicht nur, kann man auch Zusammenhänge erkennen, ne? Weil eben aufgrund gewisser Situationen sich da so ein Schema irgendwie ableiten lässt. Richtig, ja. Ja, natürlich ist da auch das Thema Innererde immer mal präsent, ist auch kein Problem, ich spreche gern darüber, aber es ist nicht mein einziges Thema, klar. Ja. Aber ja, wenn es natürlich um Innererde geht, kommt natürlich automatisch dein Name, ne? Ja, genau. Da kommst du nicht mehr drum herum. Das stimmt allerdings, ja. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, und wenn ich sage, ich frage Innererde nicht mehr, heißt das, dass ich trotzdem Informationen bekomme, ohne direkt zu fragen. Muss ja nicht unbedingt aus Innererde kommen, ne? Ja, geht da genug? Auch vielleicht kommt manches sogar aus Innererde, ja. Ich weiß es dann nicht. Ja. Ja, hier merkst du schon, es wird steil. Das Sprechen dann schwieriger. Aber klappt dann noch ganz gut. Hier, diese Kippen, die schmecken unglaublich gut. Aha. Ja, unsere Vorfahren wussten schon, was damit anzufangen, ne? Ja. Die Iris, die bei uns wohnt, die hat jetzt welche getrocknet und will sie im Tee verteilen. Die experimentieren gerade. Ganz viel. Hattest du eigentlich so den Schorl schon mal irgendwie Kontakt? Wen? Schorl heißt er doch, dieser. Was, wenn ich meine? Nee. Ach so, doch, du meinst den Pflanzen. Ja, ja. Ja, ich war mal auf einem Vortrag von ihm. Aha. Ja. Auch sehr interessant, ne? Ja. Als ich noch in Augsburg gelebt habe, hat er in Augsburg in einer großen Buchhandlung einen Vortrag gehalten. War sehr spannend. Ja, also ich achte ihn sehr. Es gibt ja auch zwischen euch so gewisse Parallelen, denke ich mal, ne? Ja, er geht einen anderen Weg, er geht den schamanischen. Ich selber habe nicht wirklich was mit Schamanismus zu tun. Ich gehe für mich einfach nur den Weg des Ausprobierens, Erkennens, Riechen, Fühlen. Ja. Wenn man zu dem gleichen Ziel kommt oder zu den gleichen Erkenntnissen, ist das ja alles soweit okay. Und das mit den Wesenheiten, das lerne ich ja gerade erst alles noch. Da bin ich auch noch nicht Expertin. Und da ist er ja wirklich genial. Aber ich hatte bis vor 2 Jahren noch überhaupt keinen Kontakt dahin. Aha. Ja, das ist also für mich ganz neues Lernen. Das schließt sich dann irgendwie einfach, ne? Ja. So, wenn du hier in 2 Monaten lang gehst,
kann man sich satt essen. Man kann sich satt essen. Genau, auf dem Weg. Und dann kann man natürlich wieder mit den Heidelbeeren andere Dinge machen, ne? Ja. Und zubereiten. Ja. Ja, oder Heidelberg-Pfannkuchen. Wenn da richtig viel Heidelbeeren drin sind, das schmeckt gut. Aber Thüringen ist sehr gut organisiert. Die Hinweisschilder und so ist alles so ziemlich perfekt. Vorige Woche waren wir in der Vulkaneifel und da ist die Beschilderung nicht so ganz optimal. Ah. Ja, hier ist auch Touristengebiet. Aha. Ja, also hier ist der Rennsteig. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, ganz in der Nähe, also nicht weit weg. Der Rennsteig ist eines der größten, der längsten Wanderwege Deutschlands. Der geht auf der Höhe, möglichst auf der Höhe entlang, quer durch den Thüringer Wald. Und das sind, also soweit ich weiß, aber ich mag mich nicht festlegen, so um die 160 Kilometer oder mehr. Ja, hat man gut zu tun dann. Ja. Und entlang des Rennsteigs, auch etwas weiter raus, sind halt viele Touristenorte, also Orte, wo im Herbst die Wanderer alle hinkommen. Nicht nur im Herbst, auch im Sommer, aber im Herbst verstärkt. Ja. Schön.